hast deine Verwandtschaft also in dem Glauben gelassen, dass du immer noch fleißig Geige spielst. Das habe ich früher auch gemacht. Vor einer halben Ewigkeit. Und ich habe die Befürchtung, dass sie von mir erwarten, dass ich auf der Neujahrsfeier ein Stück spiele. Nun ja, wenn es nur ein Stück sein soll, finden wir sicher eins, an das du dich erinnerst. Hast du deine Geige noch? Ja, irgendwo bei mir zu Hause. Na, worauf warten wir dann noch? Wir fahren rüber. Meinst du wirklich? Vertrau mir, wir kriegen das hin. Zumindest dachte ich das. Ich meine, ein Instrument zu spielen ist doch im Grunde so wie Fahrradfahren. Sowas verlernt man nicht. Wieder so ein Morgen in Malibu, der einfach nicht zu toppen ist. Ups, entschuldige. Doch es wurde wirklich noch besser. Das ist doch nicht zu fassen. So schlimm ist es nicht. Hat dir doch keiner zugehört. Nein, darum geht es nicht. DJ Cheapshot hat sich die Hand verstaucht, als er übertrieben krasse Beats gescratcht hat. Ihr wisst, der DJ, für den ich die Shows eröffne. Ich soll für ihn einspringen, auf dem Funfling. Wow, Funfling? Dieses coole Musikfestival in der Wüste? Oh. Das mit Tausenden und Tausenden und Tausenden von Menschen? Daisy, das bedeutet, du wirst vor mehr Menschen auftreten, als es Einwohner hier in Malibu gibt. Okay, ist klar. Eine Menge Leute. Yeah! Der Hammer! Könnt ihr so pfeifen wie diese Sportfans? Ich würde so gern pfeifen können. Daisy, das ist hammermäßig, oder? Davon hast du immer geträumt. Und ich kann überall erzählen, dass ich dich schon kannte, als du noch unbekannt warst. Ich designe dein eigenes Bühnenkostüm. Es muss funkeln, aber darf nicht blenden. Okay, blenden muss sein. Ich bin dein persönlicher Stage-Diver. Achtung, Publikum! Ihr wisst, was das bedeutet. Ausflug! Ausflug! Woohoo! Mit Barbies Camper! Ja, mit deinem Camper reißt es sich am besten. Ja! Wir hingen mal wieder zusammen ab als... Post ist da! Oh ja! Oh ja! Oh, Chelsea. Ist meine super coole Disco-Kugel angekommen? Nein, aber wenn du etwas Verrücktes sehen möchtest, das ist ein ziemlich cooler Roboterumschlag. Roboterumschlag? Was für ein Roboterumschlag? So ein robotermäßiger mit einem Roboterbild drauf. Nie im Leben. In dem Umschlag ist ein echter Roboter? Nicht doch. Mein Entwurf wurde ausgewählt für das Finale bei der Robotermesse. Hört euch das an. Wir möchten Sie herzlich einladen, um gemeinsam mit anderen Teilnehmern Ihre Roboterträume wahr werden zu lassen auf unserer RobotCon. Oh, Schatz, das ist ja fantastisch. Was heißt das jetzt genau? Es bedeutet, ich kann aus meiner Wissenschaftshausaufgabe tatsächlich einen echten Roboter machen auf der allerwichtigsten Robotermesse des Landes an diesem Wochenende. Dieses Wochenende. Wisst ihr was? Ich mag gar keine merkwürdigen Roboter. Du bist gerade eben noch ausgeflippt, als du den Brief geöffnet hast. Es ist ja nicht so, dass Roboter die Welt retten würden. Ich meine, ihr wisst schon, außer man will fremde Planeten entdecken oder... Oder mit ihnen lebensrettende Operationen durchführen. Ich verpasse bestimmt nicht euren 20. Hochzeitstag. Wer kümmert sich um alles und besorgt die Dekoration und... Hallo? Ich krieg das schon hin. Wie kompliziert können all die Partys, die du immer schmeißt, schon sein? Wir müssen aus dem Besuch der Dachfee ein magisches Erlebnis machen, das Chelsea nie vergessen wird. Siehst du diesen Blick in ihren Augen? Widerstand ist zwecklos. Wir sind am Start. Super, okay. Wo kriegen wir den kleinen Pinguin her? Niemand, den wir kennen, hat einen Pinguin. Kein Problem. Wir lassen es einfach nur so aussehen, als wenn Dr. Ernesto im Haus wäre. Wie? Wir könnten vielleicht Felsenpinguin-Geräusche machen. Du meinst... Wahoo, wahoo, wahoo.
Vielleicht nicht ganz so albern, so in die Richtung aber. Okay, kommen wir zu den anderen wichtigen Sachen wie Blütenblätter und Flötenmusik. Oh ja. Okay, Roberts Familienschlachtruf bei 3. 1, 2, 3. Sieh mal, pinke Blütenblätter. Oh, wirklich? Wow. Und unten gibt es noch mehr. Könnten die womöglich von der Dachfee sein? Wow, möglich wär's. Tja, das war einfallsreich. Dad. Oh, komm schon. Das Äquinoctium ist morgen Nacht. Ich werde gerade erst warm. Was ist ein Äquinoct? Tag und Nacht gleiche, wenn Tag und Nacht in perfekter kosmischer Balance sind. Wenn selbst Eier die einzigartige Harmonie der überirdischen Sphären wahrnehmen und auf ihrer Spitze balancieren. Dad und ich gehen traditionell um Mitternacht nach draußen und sehen nach Meteoriten, während wir Eier balancieren. Das macht Spaß. Wir trinken heiße Schokolade, essen Curry-Eiersalat-Pizza. Und Dad erzählt einen Haufen schlechter Witze. Schlecht? Du liebst meine Eierwitze. Ich bin keine 6 Jahre mehr, Dad. Hey, das ist Jugenddiskriminierung. Und wie kommt's, dass du mir noch nie davon erzählt hast? Tja, naja, immer wenn wir loszogen, hast du wahrscheinlich schon geschlafen. Ja, das ist unsere Vater-Tochter-Tradition. So wie Stacy und Dad immer als Seiltanzduo beim Strandfest auftreten. Okay. Tada! Und auf dem 2. Platz George und Stacy Roberts. 2.? 2.? Wer war denn besser als wir? Ja! Da können wir nicht mithalten. Oder wie Dad und Skipper immer auf die G-Wiz-Ausstellung im Frühling gehen. So, was ist toll. Ich will auch eine Tradition mit Dad. Aber klar. Ich räume nur die Lebensmittel weg und dann machen wir uns ein paar Gedanken. Super. Ach, Barbie war etwa in deinem Alter bei unserem ersten Äquinoctium. Das für morgen steht doch. Oh, selbstverständlich. Das ist die Nacht, auf die ich mich am meisten freue. Ich bin Bürgermeisterin. Wie ist denn das passiert? Du wurdest gewählt? Ach, das ist irgendwie cool. Kommen Sie mit, Bürgermeisterin. Sie haben Ihren ersten Termin. Hallo. Heißgekrönte Reporterin Barbie. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ein Kommentar zur aktuellen Krise. Ich bin Bürgermeisterin und eine Reporterin? In Future Town ist einfach alles möglich. Okay, also, warte. Sagten Sie, es gibt eine Krise? Eilmeldung. Bürgermeisterin Barbie ist wohl nicht vorbereitet für das kommende Desaster. Nein, es ist nur... Wer sind Sie? Erinnern Sie sich? Ihre größten Errungenschaften. Future Towns neue Transrapid. Ein kürzlich eröffnetes Tierheim. Ein wunderschöner Familienpark für Feiern und zum Picknicken. All das verdanken wir Ihnen, Bürgermeisterin Barbie, weil Ihnen die Bürger dieser Stadt wirklich etwas bedeuten. Das tun Sie aber, da hören Sie es. Sie bedeuten ihr etwas, aber sie hat keinen Plan, wie sie uns vor dieser absolut merkwürdigen Sache am Himmel schützen soll, die auf uns zusteuert. Wovon reden Sie überhaupt? Wie überall berichtet wurde, rast ein merkwürdiges Objekt direkt in Richtung Future Town. Entschuldigung, soweit ich das beurteilen kann, steht heute kein merkwürdiges Objekt im Terminkalender der Bürgermeisterin. Sehen Sie besser nochmal nach, es kam in allen Nachrichten. Oh, da steht's, 14 Uhr. Merkwürdiges Flugobjekt steuert auf Future Town zu. Oh, wie konnte ich das übersehen? Das kann nur eins bedeuten. Dass ich gefeuert bin? Wow, irgendwas scheint in der Luft zu liegen. Nein, das bedeutet, dass ich als Bürgermeisterin mich darum kümmern muss. Kann ich mehr Infos über dieses merkwürdige Ding am Himmel kriegen? Wirklich fundierte, vielleicht von einem Wissenschaftler, der sich mit Planeten und Galaxien auskennt. Wird erledigt. Bürgermeisterin Barbie, schnell! Das musst du sehen. Guck mal, Barbie. Ich habe Duchess ein paar Tricks gezeigt. Ihre Besitzer werden beeindruckt sein. Okay, Duchess, Platz. Pa!
fang deinen Schweib. Und jetzt mach Männchen. Was sagst du? Ach, na ja, merkwürdig, aber toll. Doch für alle Fälle habe ich auch noch was auf Lager. Hallihallo! Hast du noch Sachen für meinen Flohmarkt? Chelsea, guck dich mal um. Ich habe das Zimmer entrümpelt. Ich mache mich los von unnötigen Krimskrams. Hä? Im Ernst? Platten zählen nicht. Die sind eine Lebenseinstellung. Hast du denn noch was anderes außer Platten? Wie wär's denn hiermit? Dein signiertes Foto von Miss Sahnewolke. Wenn einer drauf abfährt? Irgendwie komisch, so ein Autogramm. Ich meine, dafür, dass Sahnewolke nur eine Comicfigur ist. Das macht es ja so besonders. Ich nehm's. Okay, Hauptsache, du wirst glücklich. Wo war ich stehen geblieben? Au, 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 au. Au, au. Ich hab's. Oh. Okay, Duchess, auf geht's. Ihre Besitzer werden sie bestimmt nicht mehr verkaufen. Was sagst du, Harriet? Meinst du, ihre Besitzer werden beeindruckt sein? Das werden wir herausfinden. Sie sind gerade angekommen. Was? Duchess gehört zu denen? Die Riordans? Oh, immer diese Pferde.